Hier ist Ranja und wir spielen heute Minecraft, aber als Fisch. Ich bin dieser hübsche Lachs hier. Wir haben noch einen freundlichen Kabeljau dabei. Und zwar moin, ist es der Tommy, der hilft mir heute, weil ich Minecraft in meinem Leben noch nicht ein einziges Mal durchgespielt habe. Und das Ziel ist es, als Fische komplett einmal durchzuspielen, den Enderdrachen zu bekämpfen, wie auch immer das gehen soll. Aber was ein bisschen unpraktisch ist, ist, wir sterben einfach an Land. Also wir verdursten oder wir ertrinken oder wie auch immer man das nennen möchte. Es sieht so lustig aus, wenn du über Land läufst. Erster Plan ist Holz, oder? Ja, Holz hört sich schon mal gut an. Es dauert halt ungefähr 3 Stunden pro Block, den man abbaut, unter Wasser. Echt? Ich dachte, du hast eine Hacke. Ja, ja. Ich freue mich hier mit den anderen Kabeljauen an, damit ich dich ersetzen kann, für den Fall, dass du stirbst. Sehr gut, sehr gut. Da weiß ich schon mal Bescheid. Ich habe mal gehört, dass es unter Wasser ganz gute Höhlen gibt. Also genauso wie an Land. Ach so. Ja, genau. Ach, und falls irgendjemand fragt, das ist übrigens komplett Minecraft Vanilla, nur eben mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir Fische sind. Wir schlagen ganz normal, wir können auch Rüstung anziehen und sowas. Ich kann jetzt auch einfach zur Ronja schwimmen und sie einfach hauen. Ja, das wäre nicht so nett. Und das war jetzt nur aus Demonstrationszwecken. Ich glaube, die fühlen sich ganz schön betrayed. Ja, ist echt so. Die denken sich, wir sind... Wir waren ein friedlicher Schwarm. Den hast du sogar eingesammelt. Ja, den hab ich sogar eingesammelt. Was tust du? Ja, das bin ich. So. Ich habe übrigens noch 4 Herzen, also. Oh, Entschuldigung. Ich hau dich nicht mehr. Oh, warte, hier ist auch Kohle und Eisen. Ach, wunderbar. Wenn du willst, kannst du da dann direkt mal den Ofen aufstellen. Pass auf, hinter dir ist ein Drowned Zombie. Also nicht direkt hinter dir, sondern... mich verteidigen? Obwohl, greifen Drowned Zombies Fische an? Ja, au, der Gravel hat mich angegriffen. Die tun ja so, als wärst du kein Fisch. Als wärst du ein Spieler. Ich bin ja ein Fisch. Also ich habe insgesamt 7 und 1 habe ich schon verarbeitet. Also haben wir dann 8. Das heißt, wir können uns wenigstens ansatzweise Schwerter bzw. Spitzhacken. Okay. Und, willst du mir das Eisen geben? Ich würde dir auch Eisen geben. Es ist nicht so, als würde ich dir nicht vertrauen beim Craften. Aber ich vertraue dir nicht beim Craften. Okay, nimmst du aus dem Ofen. Okay, danke. Wenn du mir nicht vertraust. Ich würde gerne einen Eimer bauen. Oder 2, damit wir uns an Land fortbewegen können. Also ich habe hier jetzt noch 4 Eisen. Okay, dann kannst du uns noch einen Eimer auf jeden Fall bauen. Also wir brauchen hier auf jeden Fall Goldäpfel fürs Nether, wenn wir die Blazing Rods holen. Richtig? Das heißt, also unser Plan ist erstmal, wir holen uns Rüstung. Danach gehen wir ins Nether, holen uns diese Blazing Rods, holen uns genug Endermänner, damit wir da auch noch rüberkommen. Dann hüpfen wir ins Ende, töten den Drachen und haben gewonnen, richtig? Das ist der Masterplan? Das klingt gut, ja. Das klingt so, wie man... Das klingt danach, wie man Minecraft durchspielt, ja. Guck mal, ich habe hier eine Kleinigkeit für dich. Oh, nice, danke! Okay, pass auf, ich habe jetzt Gold. Wie viel Eisen hast du noch? Wie viel Eisen? Ich habe 2. Mal. Okay, wir können dir einfach meine Hose machen. Damit du hier nicht die ganze Zeit ohne Hose rum. Oh, okay. Ja, das wäre gut. Ja. Wollen wir hier unser Lager abbauen und irgendwie in irgendeine Richtung schwimmen? Ja, würde ich auch sagen. Dann versuchen wir. Irgendwie einen Tempel finden oder sowas? Oder irgendwas anderes cooles? Ich stimme dir zu. Okay, in welche Richtung wollen wir? In welcher Richtung vermutest du einen Tempel? Geradezu? Ich vermute Richtung Süden. Okay, ist das Süden? Hier ist noch Obsidian und Magma. Oh, okay. Ja, aber das bringt noch... Stimmt, wir brauchen ein Portal. Das heißt, wir müssen eh Obsidian irgendwie holen. Ich hole uns hier gerade genug Eisen, damit wir Helme haben. Ach, wunderbar. Dann haben wir auch keine Angst mit 3 Zecken. Richtig. Aber funktioniert das mit 3 Zecken? Also ich weiß nicht, dass... Keine Ahnung, aber ich denke, mehr Armor ist mehr Armor. Das ist richtig. Wir brauchen hier Helme so oder so, früher oder später. Hast du mal abgebaut. Ja, ich glaube, legit, wir haben ja Eimer mit Wasser. Wir können ja über Land gehen. Ich denke, wir sollten mal ein paar Endermänner kämpfen. Ein paar Endermänner? Wir können, glaube ich, aber ich glaube, dafür wäre Rüstung ganz gut. Ja, dafür haben wir jetzt ja Rüstung. So passiert wie letztes Mal. Ja, ja. Aber jetzt, weißt du, jetzt haben wir ja theoretisch alles, was wir brauchen. Eine volle Eisenrüstung, sehr gut. Eine volle Eisenrüstung. Und an Land können wir uns auch Äpfel holen, dann können wir Goldäpfel machen und sowas. Ja. Ich habe vorhin noch relativ viel Gold hier gefunden, dann will ich meine Äpfel mal umwandeln. Warte, ich werde die ganze Zeit an Land gespült. Ist vielleicht nicht Äpfelfarm ist das Nervigste, was es gibt. Äpfelfarm ist so nervig. Ich weiß nicht, wie viele Bäume ich gefühlt zerhackt habe und als Fisch, das macht gar keinen Spaß. Okay, pass auf. Dann hat jeder von uns 3 Goldäpfel. Ach, wunderbar. So, zack. Und zack. Aber wie überleben wir eigentlich dann den Weg irgendwie zur Festung im Nether? Oder wir resetten einfach das Portal so oft, bis wir. Ich glaube, wir müssen resetten, damit wir in der Festung spawnen, weil anders geht's ja nicht. Cool. Also, oder? Ja, ja. Kriegen wir hin. Wir haben vorhin hier diesen schönen Lavasee gefunden übrigens. Ja, richtig, deswegen haben wir hier den. So, oh Gott, ich komme nicht aus dem Wasser. Genau, hier ist ein. Au! Oh Gott.
Hier ist ein Lavasee und hier kann uns jetzt hier der Tommy seine überragenden Fähigkeiten beweisen als Minecraft-Veteran. Also wir bauen hier einen Block hin, machen wir hier einen Wassereimer hin. Ich glaube übrigens, dass 3 Goldäpfel nicht reichen, wenn wir die ganze Zeit ins Nether müssen, weil wir brauchen ja so viele von diesen Blaze Rods. Stimmt, ja. Ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, ich glaube auch. Wir müssen einfach nachher ein bisschen grinden. Erstmal, genau. Zack. Und. So. Zack. Dann nehme ich das Wasser wieder weg. Mhm. Und dann haben wir Flint and Steel und dann. Können wir unser Portal anmachen. Wetten, wir landen jetzt einfach legit irgendwo und nirgendwo. Ja? Das. Nie im Leben landen wir jetzt in der Festung. Hier wollen wir durchgehen. Wir hoffen, wollen wir einfach durchgehen? Ich meine, wir haben Rüstung, wir haben Waffen. Wir können rein, oder? Erster. Okay. Siehst du was? Nee. Oh mein Gott, ja, oder? Da ist eine Festung. Oh, oh mein Gott. Finally. Oh mein Gott, das ist ja nicht mehr feierlich. Ohne Mist, also ist jetzt, für die Leute war es jetzt wahrscheinlich nur ein Cut weg. Ohne Mist, es ist 2 Uhr nachts mittlerweile. 2 Uhr 1, um genau zu sein. Das ist das, ich weiß nicht, wie vielste Portal, was wir hier sehen. Oh, bitte. Okay, wir haben... Sorry. Alles gut. Wir haben super, super viele Goldäpfel noch gegrindet in der Zwischenzeit, weil wir die brauchen. Wir haben gar keinen Bogen. Wir haben keinen Bogen. Wir haben keinen Bogen. Okay, warte. Wir können einfach ganz schnell rein. Wir können dahin jetzt rennen, die Viecher töten. Und dann hoffen wir auf die Feste. Sind hier Blazes? Ja, oder? Ist es eine Festung? Ja, das ist eine Festung. Das sind Blazes, okay. Okay, warte. Aber das kommt nicht runter zu uns. Ich wünschte, man könnte hier einfach Wasser platzieren. Das ist so stressig. Ich glaube, das ist legit schwieriger. Ich glaube, das ist legit schwieriger als der Kampf nachher. Ja, ja, der Enderdrachen kann. Ja, weil da können wir wenigstens im Wasser. Da können wir Wasser geben, genau. Au, au, au. Hier ist überall Feuer. Renne. Ach, hier sind welche unten. Hier sind wir unten welche. Ich kann gar nicht so schnell essen, wie ich sterbe. Oh, schauen, was ich. Warte, hier ist ein. Au. Was ist denn das hier? Was ist das denn? Was soll das denn sein? Das ist irgendwie ein Nashorn oder so. Okay, ich hab 2, 3, 4 Blazes schon. Ich weiß nicht genau wie viele, ich habe nicht mitgezählt. Du musst es so gut timen, dass du immer wenn diese Herzen ablaufen, dass du dann was isst, wenn du Lowlife bist, damit du richtig regenerierst. Okay, ich töte hier die meisten. Ich töte hier die direkt am Spawn. Aber ich habe noch 13 Äpfel. Hoglin. Gut, dass wir so viele Äpfel gefarmt haben. Es ist so gut, dass ich sterbe. Aber das hat einfach zu. Nein! Oh mein Gott. Ich bin hier an einem dran. Warte, wie geht das? Okay, ich hab eingekillt. Mist. Okay, hier sind so viele. Warte, hier ist einer. Au, warte, ich brauch Goldäpfel. Nein! Warte, hast du deine Sachen aus dem Portal? Warte. Ich teleportiere mich nicht. Warte, ich bin ganz woanders rausgekommen als du, glaube ich. Ich bin tot. Du bist tot. Ich sterbe halt instant wieder. Warte, ich kann's holen, glaube ich. Oh? Ja, hier ist Stuff. Okay, warte, ich gehe wieder zurück. Nice. Okay, ja, wir haben 7 Blaze Rods. Ich hab super viel. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe deinen ganzen Stuff eingesammelt. Mein ganzen Stuff? Okay, sehr gut. Okay, warte, was hattest du denn? Ich hatte Rüstung, Schwert, 7 Blaze Rods. Du hast Lapis Lazuli gehabt? Ja, ich hatte irgendwann mal ganz am Anfang. Wann haben wir zum Aufnehmen getroffen? Nachmittags haben wir angefangen, oder? So gegen 2 oder 3? Meine ich. Und wir haben jetzt 2:20. Warte, wir haben jetzt legit 12 Stunden aufgenommen? Ne, wir haben zwischendrin haben wir einmal was gegessen und 2 Pausen gemacht. Das muss man dazu sagen, das ist wahr. 6 hatte ich auch noch, ja. Und ich hatte tatsächlich genau meinen letzten Goldapfel, als wir einen Rückzug angetreten haben. Ja, ich hatte meine auch. Also, ja gut, ich bin dann gestorben, deswegen war mein Inventar dann eh weg. Aber wo ist denn dein Zeug? Ist das irgendwie despawned? Weil du hast ja mein Zeug bekommen. Weil ich jetzt gerade nochmal in der Hero-Mission rübergesucht bin. Warte, wir müssen Eisen holen, glaube ich, nochmal. Weil ich habe nichts mehr. Ja, dann hol nochmal Eisen. Ich meine, wir haben den Rest, haben wir ja. Genau. Und. Aber vor allem haben wir jetzt diese Blaze Rods. Es ist so gut, dass wir versetzt gestorben sind und wir uns ein Bett vor dem Portal gebaut haben. Oder in der Nähe vom Portal gebaut haben. Boah. Vor allem, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, die Endermänner wären zwar blöd, aber die sind nicht so schlimm, weil wir halt im Wasser sein dürfen. Genau. Und. Nether ohne Wasser. Und wir haben wirklich viel ausprobiert und viel durchdacht, aber es geht halt nicht anders als mit Goldäpfeln. Es geht actually nicht anders. Let's go. Enderman, Let's go. Töten. Enderman, da sind welche. Töten. Da ist einer.
Da oben ist okay. Guck mal, sie auf dem okay. Berg. Also, wie ist unser Plan? Du hältst dich zurück und ich töte den Enderman? Ich denke, ja, ungefähr. Ich hau den da hinten mal an. Okay, ich guck hier vorne, ja? Der eine, der auf dem Berg, der mich schief angeguckt hat. Ich glaub, das ist gut. Oh, das ist noch ein Enderman da oben. Ach, ja, den schaust du gerade an, oder? Was heißt, ich schau den an. Jetzt, ja. Okay. Ich töte ihn, kein Problem. Ups, ich habe aus dem Weg gehauen, glaube ich. Oh, warst du das, der Ding? Okay, alles klar. Nachdem ich also, ja, nee, das ist der. Hab ihn. Hat das geklappt? Nö. Okay, gut zu wissen. Oder? Nee, hat er nicht. Dann weiter geht die Suche. Weiter geht's. Oh, warte, hier. Hättest du den einen gerade, der mit dem. Ja. Der mit dem Sandblock. Ja, der mit dem Sandblock. Da kann ich dir helfen. Nee, hab ihn. Hab auch eine Perle. Sehr gut. Okay. Sick. Ich hab ihn jetzt produziert. Wo ist denn der? Ich seh ihn gar nicht. Ich höre ihn die ganze Zeit. Beim Wasser, hier ist so ein kleiner See. Ja, wo gerade der Creeper explodiert ist. Okay. Ich hab den. Falls du noch einen findest, kannst du ihn gerne töten. Nice. Gebe ich dir die Erlaubnis. Okay, warte, wie viele hast du? Ich hab 4. Ich hab 10. Ich hab 10. Okay, sorry, ich mache lieber. Ja, natürlich. Wenn du willst. Oh, ich hab genau 14 Blaze Powder. What? Also, wenn du mir also, deine. Ich gebe dir meine Enderperlen. Ich mach mal nicht alle. Ich mach die nacheinander, weil sonst könnten wir zur Not die Enderperlen ja noch im Fight benutzen, um uns zu. Hier, warte. Du darfst die erste Perle werfen. Yay, let's go. Komm, okay, in die Richtung. Okay, das ist relativ weit weg, glaube ich, ne? So. Oh, was stimmt, man kann die wieder einsammeln. Ja, genau. Die gehen, glaube ich, zu 20% oder so kaputt. Ich will nicht lügen. Das könnte auch weniger oder mehr sein. Es ist 3 Uhr jetzt mittlerweile fast schon. Oh Mann. Craziness. Was mir gerade aufgefallen ist. Ja. Das kann halt sein, also dass wir jetzt zwar in die richtige Richtung laufen, aber dass wir einfach ewig laufen müssen. Ja, das ist richtig. Wir haben auch 17 Netherportale gebaut, bis wir mal richtig rausgekommen sind. Das ist auch korrekt. Hast du mitgezählt? Ja, natürlich. Ich zähle immer im Kopf mit. Okay, ich werf nochmal. Oh, oh mein Gott! Die ist gerade legit einfach auf der Stelle gedroppt, oder? Oder ist die gerade gegangen? Ja, die ist gerade hier rein gedroppt, glaube ich. Also hier irgendwo muss es dann sein, glaube ich. Okay. Die Frage ist, sind wir auf der richtigen Höhe? Ein bisschen tiefer, oder? Ja. Wahrscheinlich schon, ja. Ich höre Zombies. Okay, das ist, weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Oh, hier ist irgendwas. Oh, ich bin da. Ist hier die Festung? Ja, komm runter. Ja, let's go. Okay, warte, Wasser. Okay. Warte, hast du die Dinger schon gecraftet? Nee, mach ich aber gleich. Es sind immer unterschiedlich viele drin. In dem, also schon fertige sozusagen. Und deswegen, den Rest können wir uns ja als Enderperlen behalten. Ja, und dann. Das ist ja richtig schlimm, als Fisch durch eine Tür zu gehen. Oh mein Gott, ich habe hier eine Fackel kaputt gemacht. Zum Glück habe ich Fackeln dabei! Ja. Sonst ist es hier so dunkel. Das Ding ist, also ich glaube, so weit war ich nämlich legit noch nie. Ich war noch nie im. Warte, hier ist dieser Brunnen. Quasi, ich habe es in Videos gesehen von anderen Leuten. Weißt du? Aber ich habe es nie selber. Die absolute Premiere hier. Okay. Jetzt lass uns mal schauen, wie viele Augenhöhlen drauf sind. Ja, okay, dann müssen wir mal gucken. Oh, wir haben nur 2 drin. Okay, das heißt, wir brauchen. Wir brauchen 10. 7. Was? Das hat peinlich lange gedauert. 10. Dann. Jup. Au. Jup. Warte, kurze Wasserpause. Jup. Und letzter. Nee, schade. Also unser Plan ist, wir machen uns neue Bögen. Ich habe 23 Pfeile tatsächlich von den ganzen Skeletten, die wir auf dem langen Weg hierher getötet haben. Wir machen uns. Meine Rüstung hält noch ein bisschen. Ja, meine Rüstung hält auch. Ich brauche neue Schuhe. Ah, nee, Schuhe habe ich nicht an, einfach nur. Cool. Warte, wir brauchen Betten, oder? Damit wir hier so explodieren können. Das können wir auch machen, oder? Wir kämpfen legit gegen den mit Bögen und Pfeilen und sowas. Können wir auch. Die gute alte Art und Weise. Kannst du das mit den Betten? Du musst mal einen Block neben dir platzieren, damit du nicht selber stirbst. Ja, das weiß ich. Okay. Das hat mein Bruder mir irgendwann mal erklärt. Und let's komm, go runter, an die Oberfläche! Yay! Ich hab Essen, ich hab noch einen Bogen, ich hab Pfeile. Noch mehr Pfeile im Inventar. Ja, ich hab 3 Betten. Hast du auch Betten? Ich hab ein Bett. Ja, das reicht. Das reicht. Das ist ja nur zum Cheesen. Okay, dann gehen wir rein. 3, 2, 1. Ich schubse dich rein. Oh! Okay, warte, wir brauchen hier zwingend Wasser. Genau. Wo ist denn der Dragon? Ein bisschen nervös, muss ich sagen. Wir haben so lange auf diesen Fight hier. Oh, nice. Bean Shot. Ja,
Kriege ich schon irgendwie noch hin. Warte mal, Wasser, so viel, Wasser. So viel von hin. Nur die in diesen Gitterstäben sind, glaube ich, irgendwie schwierig. Ich finde es schön, wie ich gegen den Enderman struggle und du die ganze Arbeit machst. Das ist furchtbar. Alles gut, ich mache gerade auch nicht so viel. Ich glaube, ich habe ganz viele getriggert. Hast du das? Ja, hier sind drei. Ich bin in meiner Pfütze und ich kämpfe. Es kommen so viele Enderman. Oh mein Gott. Okay, jetzt kommt hier das Magie-Ding. Nein, warum sind das denn? Das sind fünf. Oh mein Gott. Ich kämpfe. Warte, kann man hier ein Bett hinsetzen? Kann man nicht schlafen? Nee, das ist ja der Witz an der Sache. Warte einfach mal hier in dem. Oh, das ist mein Kraft. Ich warte in dem Lochwasser. Okay, und ich waterbucket mich hoch. Oh. Das Ding ist, der wird sich nicht mehr aufladen können, oder? Wenn wir hier fertig sind mit dem Ding, ja. Ich komme, glaube ich, immer höher. Ich weiß nicht genau, ob, aber ich glaube schon. Ja. Doch, sieh, wie das gut ist. Oh, wo gern mich? Ich nehme Portal. Oh, Enderperle! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich sterbe gleich. Oh, warte, ja, diese Magie. Ich bin Wasser. Hier ist Magie, ja, okay, ich esse was. Oh mein Gott! Okay. Erst den. Warte, wo ist der letzte? Ja, erst der in den Stein. Einer ist noch irgendwo. Ja, hier ist der, oder? Hier ist der letzte? Das ist der letzte? Wollen wir einfach hier auf dem Turm bleiben? Hier legit mit dem Drachen viel besser kämpfen, oder? Ja. Weil wir dann nur runterschießen müssen? Oh nein, Gott, ich bin runtergefallen. Ich bin so ein Idiot. Ja, yes. Aber hier ist Magie jetzt. Warum machen die denn ständig Magie ins Wasser? Check. Hört auf mich anzuschreien, Enderman. Das stresst mich. Hab ihn getroffen. Einmal. Let's go. Hi. Einmal? Einmal. Okay. Oh, hab ihn. Hab ihn auch. Oh, du auch? Okay, sehr gut. Irgendwann muss er doch mal lang. Aber der macht hier keine Magie rein, oder? Das ist ja eigentlich gut. Ja. Solange das so läuft. Hast du ein friedlicher Ender? Ich meine, es dauert zwar eine Weile. Ja, klar. Okay, Hab ich nochmal? Ich habe mittlerweile garantiert negative Level, ich schwör's dir. Ich bin so oft gestorben. Ich bin jetzt insgesamt nur viermal gestorben. Drei oder viermal. Vier oder? Okay, ja, ich bin sicher 15, 20 Mal gestorben. Ich dachte, ich habe so viele Pfeile gemacht, dass ich nie wieder welche brauchen würde. Oh, aber vielleicht reicht's? Keine Armor an. Vielleicht reicht's? Ich habe noch 10 oder so. Oh, wo ist denn der? Hier. Er ist hier über seinem Mittelpunkt quasi. Treffer? Ja, nice. 5. Nice. 6. 4. Let's go. Komm. Obwohl, der landet dann auch, oder? Also er muss 3. So niedrig. Oh mein Gott, ich habe noch 3 Pfeile. Und ich glaube, ich muss 2 mindestens treffen, glaube ich. Aber ich bin 2. Nice. 1? Ich geh schon mal Pfeile. Oh mein Gott. Okay, ich muss legit nur noch einen Pfeil treffen. Ich glaube, ich baue mich nochmal hoch und baite ihn und dann versuche ich irgendwie zu hauen. Das weiß niemand. Das, achso. Schwert wegwerfen. Nice! Ich lebe immer noch. Der lebt immer noch. Sie? Oh, Mist. Ja, ich glaube, ich kann das einfach nicht. Ich glaube, ich bin nicht für PvP gemacht. Ja! Let's go. Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott, finally! Warte, ich hab nicht aufgenommen. Ist wirklich nicht? Oh, warte, ich hab kurz Aufnahme gedingst. Oh mein Gott, was? Ich hab, for real, jetzt hab ich Aufnahme wieder gestartet. Ich hab das Ende mit drauf. Oh mein Gott! No! Guck mal, XP. Okay. So, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es tut mir sehr leid, dass ich das Ende verchoked habe, ja? Also, es ist jetzt 4 Uhr nachts bei mir. Falls ihr den Tommy noch nicht kennt, ja, wahrscheinlich, weil das ist das erste Video, wo er mitmacht. Er hat jetzt seinen eigenen YouTube-Kanal. Also könnt ihr den gerne...